Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. AT ist heute das Thema. Ich habe wieder einen wunderschönen Truck mitgebracht. Peterbilt 579. Ja, 2022, Next Generation. Geniales Teil. Heute mal full digital unterwegs. Wir fahren auch jetzt mal eine Runde zusammen hier. Heute mal nicht nur ein Showcase, sondern auch einfach mal ein gemeinsames Fahren. Ja. Was gibt's zu dem Truck zu sagen? Er ist auf jeden Fall for free. Die Combas kennt er, wer meine Videos kennt, der weiß, die sind leider paid, aber der Truck sieht auch mit anderen Felgen super aus. Und ja, die Sounds sind von Kriechbaum. Das ist das 4.1 Soundpack von Kriechbaum. Die Mods sind leider nicht im Workshop zu kriegen. Trotzdem Links unten natürlich wieder in der Beschreibung. Wenn euch das gefällt, macht natürlich ein Abo, Like, kommentiert und so weiter und so fort. Das hilft mir sehr. Ja, fahren wir mal eine Runde. Fahren auf der Reformer Map. Und Coming Sounds. Also wunderschöner Truck. Ich blende am Ende mal noch ein paar Screenshots ein. Ich habe den noch in zwei anderen Konfigurationen zusammengebastelt. Auch mit anderen Felgen. Oh, das ist ja hier eine Ausfahrt. Herzlichen Dank. So, aber das beste Feature ist, wir gehen in die Innenansicht, wir haben ein digitales Cockpit. Oh, hat sich der Fuel-Tracker kurz resettet. Also Cams und kleine Spiegel, finde ich ja sehr genial, muss ich sagen. Das ist ja eine Ausfahrt hier, mein lieber Scholli. Kommen wir vorne rum, ja, komm mal. Aufs Navi gucken, wir müssen natürlich links rum, war klar. Das geht hier gar nicht. Und wir da vorne drehen. So, wir holen jetzt ein bisschen Mehl ab. Zielort zeige ich euch gleich. Gerade hier gucken, ob ich hier nicht mal einfach dreisterweise. Ja, ich mache eine Kehrtwende. Definitiv. Hoppala. Ach, er bleibt natürlich mitten im Weg stehen. Ich muss mich jetzt einfach mal reinmogeln hier, sonst wird das nichts. Ah, bleib stehen, er bleibt stehen. Dankeschön. Oh, von der Seite kommen sie so ein bisschen reingefahren. Aber hat alles gepasst, wunderbar. Meilen zum Abholort. Alles andere funktioniert einwandfrei. Super Mod. Thank you.
ja kein Gaffa, aber da bin ich neugierig. Ja, das habe ich ja so auch noch nie gesehen. Geplatzter Hydrant. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, wir fahren die Reformer-Map und auch das, dieser Teil der Karte hier ist schon... Boah, da konnte ich jetzt gar nichts raus sehen. Oh, voilà. Ist schon teilweise neue Straßen, andere Straßen. Und von El Centro hier fahren wir los. Zweite Einfahrt, soll ich mal hingehen. Oder geht's doch gar nicht. Doch da. Hoppala. Nicht der erste. So, jetzt kann ich euch sagen, wo es hingeht. Caboca. 223 Meilen. Calexico passieren wir und San Luis Rio Colorado. Zenotia. Schöne Strecke. So. Mehl, 18 Tonnen. Gucken. Das sieht doch gut aus. Ja, ist auf jeden Fall auf der Ebene mit dem Cascadia, ne, würde ich sagen. Schöner, neuer, moderner Truck. Passt das beim ersten Mal? Oh, nicht ganz. Einmal korrigieren noch, dann sind wir drinnen. Sich wieder festgesetzt hier. Bin schon da, kann ich den Kopf nicht drehen. Müsste fast passen, komm schon, mit grün, jawohl. Drinne. Aufladen bitte. Los. Richtig gepasst hier, fast gerade.
können doch bestimmt auch hier links rausfahren, oder? Wir doch direkt da auf dem Hauptweg müssen, dann nicht diesen Slalom-Parcours. Tanken müssen wir auch noch, sehe ich gerade. An den hat kein Mitarbeiter gefahren das letzte Mal. Schauen wir mal gerade auf die Karte, wo wir tanken können. Dann schicken wir uns natürlich sofort auf die Autobahn. Müssen leider einen kleinen Umweg machen. So. Lass uns loslegen. Einmal voll tanken bitte.
Oh, ganz schön was reingehauen. Ja, bisschen was. Das war 878 Dollar. Da wird einem kurz kummerig. Ja, dann wollen wir die Zeit mal wieder aufholen, die wir hierfür verplempert haben. Auf geht's. Hoppala, da bleibt der vor mir stehen, oder soll das denn? Da muss man warten, bis da hinten grün wird. Grenzübergang. Autobahn. Liebes Navi. Oh, beziehungsweise eine weiter. Nicht hier die. Abgesoffen. Verzwicktes Eck, eine Ampel nach der nächsten hier. Aber gleich geht's voran. Am Hydranten nochmal vorbei. Oh
cool mit dem Wassernebel. Vielleicht mache ich nächste Woche auch nochmal was zu 1.45. Ist ja auch schon wieder die Beta released worden. Habe ich aber noch nicht so wirklich reingeguckt. Ich weiß, wir kriegen schon wieder einen neuen Anhänger. Auf jeden Fall einen Tankanhänger. Also, was ist denn heute hier? Was mache ich denn? Entweder bin ich das oder meine Wippe hat manchmal einen Aussetzer. Oh, gibt das ein O-Ticket? Nein, zum Glück nicht. Ja, und dann nächste Woche mal gucken, jetzt oder im Laufe der Woche, was ich da noch machen kann. Da werde ich da auf jeden Fall mal reingucken.
Ah, da kommt die Grenze. 169 Meilen noch. Technisch einmal alles erfasst hier anscheinend. Oder war das Blitzer wegen zu schnell im Fahren? Also jeder Grenzübergang so ein bisschen anders. Es gibt auch kleinere Grenzübergänge. Das ist hier schon sehr big. Eine Schleuse nach der nächsten. Schon gleich noch eine Waage. Na, hier kommt erstmal Papierecheck. Hauptsache einen schönen Truck. Jetzt schon gemacht. Dann fahren wir mal weiter. Gucken, was passiert. Ja, dann scheint schon gemacht ohne Bestätigung. Betrieb heute. Was ist denn da los, ey? Von rechts, von links. Baja, California. Jetzt habe ich aber hier einen Punkt erwischt. Dazu. Jetzt aber. Aber bitte keinen Unfall.
Meilen. Wir sind auf 831 Meilen, sagt mein Navi. Hier fahren. Aber hier durch den Verkehr kämpfen. Also mal ein schönes Cockpit. Man kann auch einige Sachen individualisieren, aber sowas wie Sizzles Pack oder so ist nicht kompatibel. Leider. Könnte man ja noch schön ausdekorieren sonst. Aber das Notwendige ist am Start. Ja, und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Also. Nach einem Painting Pack oder sowas habe ich jetzt noch nicht geguckt. Der kommt mit Standardfarben und halt benutzerdefinierte Farben. Aber ist sicherlich ein bekannter Mod, da wird es mit Sicherheit ein Skinpack oder irgendwelche Lackierungen für geben. Viel ländlich, viel, aber auch hier so wie hier jetzt so Stadtbereiche. Jetzt mal gucken. Oh, das ist mal okay. Oh, nach rechts ab. Ja, nee, ist klar. Ein Mordsverkehr hier, ein Mordsverkehr. Jetzt gleich rechts rüber. Nehmen wir weg, ich möchte trotzdem gerne rechts rüber.
nichts gesehen. Also alles in allem eine coole Map, aber ne? Also riesig, ne? Ganz viele Orte zum Anfahren, viele geschlängelte Serpentinstraßen und auch for free, ne? Also 123 Meilen, er sagt mir hier 8 Stunden brauche ich dafür noch, okay. Aber ich glaube, hier geht's auch. $19. Dankeschön. Bisschen mehr Außenkamera heute. Mal ein bisschen was sehen hier. Ist auf jeden Fall super gemacht. Also die Infrastruktur und so, das sieht schon alles ganz gut aus. Auf jeden Fall seinen Charme, ja. Ich finde die Häuser und das alles sieht alles so ein bisschen anders aus, aber so soll das ja auch sein. Oh, die Karte.
bodenlose Weiten. Hier ist niemand. Und hier keine Polizei? Nein. Kontrollstation. Ja, schön. Und Anhänger hinten dran gehängt. Okay. Könnt ihr bitte warten dort? Mal schauen, wie wir hier rauskommen. Doch. Kurz mal mit dem Reifen an den Pfosten gesetzt. Geht alles. Kein Blechschaden. Alles gut. Und gar kein Ticket gekriegt auch. Ne? Das ist ja wunderbar heute. Läuft.
Geschwindigkeit zu wieder 200 ziehen wir da durch, ne? Also 60 Grad laut ausgesprochen. Gaborka, wir sind da. Erstaufenthalt. Aber. Mit dem Schild oben eingebaut. Mal sehen, ob das besser sichtbar ist dadurch. Rechtsabbiegerspur hier. Gut, machen wir es wieder LKW gerade. Nicht, dass wir jetzt noch ein Ticket kriegen. Aber ich bin der Meinung, das ist zum Rechtsabbiegen hier. Ah, sorry. Simper. Zum Rechts abbiegen. Yay, geschafft. Robert, da muss der Hänger rein. Herzlichen Glückwunsch. Das wird eine super Einparke. Mal schauen. Komm schon. Ah, ne, mit dem Rausgucken, das klappt man nicht so richtig. Also immer noch mal, da muss ich aber noch mal ran mit der Einstellung. Oh. Ah, jetzt sind wir vorbei. Nein. Also stimmt, kann ich mir ein bisschen Platz holen hier noch. Ich muss auf jeden Fall noch weiter rüber. Auf dem
Mars oder... Nee, wir berühren die Wand. Heute hier ganz komisch. Jetzt erstmal irgendwie ein bisschen gerade ziehen. Boah, null Platz hier, ne? Null. Ein Stück. Ein bisschen darüber. Millimeter an der Wand. Na, guck mal, jetzt haben wir ein bisschen was gewonnen. Jawohl. So, wieder rein. Jawohl, ja. Ja, liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, macht natürlich ein Abo, Like, kommentiert und so. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Und ja, schaut beim nächsten Mal einfach wieder mit rein. Freut mich. Haut's rein.